Und wer bei den Ego-Shootern erfolgreich sein will, der braucht eine militärtaktische Videokonferenzanlage, wie wir sie hier sehen, aus dem virtuellen Leben raus, mitten in die Realität, kommen wir hier nicht an einen Cosplay-Stand. Ich begrüße hier Herrn Nils Feldhoff von der Bundeswehr, von der Karriereberatung. Was macht die Bundeswehr auf der Gamescom? Also es ist eigentlich die beste Frage überhaupt. Das ist auch die meistgestellte Frage, die wir hier bei der Bundeswehr bekommen. Also wir bei der Bundeswehr sind attraktive Arbeitgeber und wie jeder attraktive Arbeitgeber suchen wir natürlich auch das entsprechende Personal. Ja, was für ein Personal? IT-affin. Ja. Was sollen die machen? Am besten wäre natürlich, wir haben hier im Bereich Luftwaffenunterstützung, ja, schön programmieren und die haben wir natürlich hier nahezu 100% an Zielgruppe. Das ist natürlich perfekt. Nun haben wir ja die Drohnendiskussion in Deutschland. Kann man sich auch hier als Drohnenpilot dann ausbilden lassen? Hier vor Ort sowieso nicht, nein. Also die Drohnenausbildung, die gibt es natürlich, ja, die läuft aber separat praktisch mit der normalen Pilotenausbildung. Also bevor man Drohnenpilot wird, muss man schon einiges auf dem Kasten haben, ähnlich wie der normale Eurofighter-Pilot auch. Viele Menschen haben ja ein umstrittenes Verhältnis zur Bundeswehr und sagen, das ist aber ganz schön pervers, die jungen Leute hier auf der Messe anzusprechen, denn im schlimmsten Falle droht auch Tod und Verwundung. Ja, das ist auch ein Thema, was wir immer thematisieren. Selbst hier auf dem Messestand, nicht nur hier, sondern auch in der Beratung, die wir dann haben, ist Tod und Verwundung das A und O-Thema. Ja, das müssen wir einfach machen, da sind wir zu verpflichtet und das machen wir auch immer wieder. Aber die Jugend nimmt die Bundeswehr hier sehr gut wahr. Und deswegen sind wir auch schon traditionell seit Leipzig bei der Gamescom dabei. Also da sind schon ein paar Jahre vergangen und die Bundeswehr wird sich, denke ich mir, auch noch ein paar Jahre weiterhalten bei der Gamescom. Und sind denn Zocker die besseren Bundeswehr-IT-Soldaten als die, die nicht zocken? Sagen wir mal so, ich spiele selber ganz gerne mal, ja. Und ich glaube, meine Reflexe sind dadurch, sage ich, in der Hand-Augen-Koordination bestimmt schon besser als bei einem anderen, der nicht spielt. Das kann ich, glaube ich, behaupten. Jetzt fragen wir ihn mal, welches ist das größere Abenteuer, ein Ego-Shooter oder die Bundeswehr? Da kommt drauf an, wo man auf der Suche ist, ja. Also die Bundeswehr ist natürlich real. Abenteuer würde ich das irgendwie vielleicht auch definieren, aber das ist schon ein Abenteuer, was sehr realitätsnah ist und wo auch Tod und Verwundung ein Thema ist.